Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Also Stefan Hanni, du hast es gesagt, also amtierender Cocktail-Weltmeister, generell, es ist ja schon ein bisschen, ist er schon aus, aber wie bist du denn in Freudenlaune, sage ich mal, wie cool ist das, wenn man das jetzt wirklich einmal schafft? Es ist mit Abstand die schönste oder eines der schönsten Erlebnisse, was ich auf jeden Fall in meinem ganzen Leben gehabt habe. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf, wirklich, und kann es noch nicht glauben. Also es zirkt mir einen Grinser auf, wenn man bei uns so schön sagt, und es ist einfach herrlich, wirklich, eine Freude. Und wie das alles passiert ist und geht mir jeden Tag irgendwie durch den Kopf, ist einfach sensationell. Nur dazu werde ich natürlich auch jeden Tag erinnert, weil ich sehr, sehr viele Anfragen momentan habe und natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die mir immer noch gratulieren und sensationell einfach. Wenn du uns vielleicht noch ein bisschen teilhaben lässt, wie war das Ganze? Sag ich mal, was muss man da alles machen, damit man Weltmeister wird? Das ist ja nicht so, dass ich ein bisschen was in den Tee wirf. Sag ich mal, was steckt da alles dahinter? Was hast du da alles leisten müssen, damit du das dann schaffst? Also wie gesagt, das war natürlich eine, das Ganze gehört natürlich von der Pike auf vorbereitet und ist natürlich auch ein Resultat der letzten 20 Jahre, muss man ganz klar sagen. Das kann man nicht einfach nur sagen, jetzt okay, jetzt nehme ich da teil und gewinne das. Also ich habe da hintrainiert mein ganzes Leben in Wahrheit auf diesen Titel und man muss sich vorstellen, da machen trotzdem mit 50 Länder und davon sind einfach in jedem Land eine Ausscheidung mit 20, 30 Leuten. Also da sind wir gleich mal auf 1500 Starter und im Finale waren wir dann noch 70 Länder mit den 17 Besten, die was halt auserkoren worden sind von die 1500. Also, wie gesagt, es ist ein riesiger Aufwand, dahinter natürlich sehr, sehr viel Training und sehr, sehr viel Engagement. Hast du da mit einem speziellen Cocktail dann gewungen? Wie war denn endlich, schlussendlich das Finale, dass du das auch dann geschafft hast? Sag ich mal, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das dann? Muss man da was mixen und dann hat man es und ist der Beste oder wie geht das? Also, es war alles in Karlsbad, mitten am Hauptplatz. Also das ist ja wirklich eine super schöne Location dort gewesen. Riesenbühne am Hauptplatz von Karlsbad. Also sensationell, tausende Menschen. Es war wunderschönes Wetter, alles Open Air. Und dann kommt man da auf die Bühne und man hat ganz genau vier Drinks zu machen. Und das in einer Zeit von 6 Minuten. So kann man sich das vorstellen. Und da wird bewertet die Technik, wie man das schön macht und wie das halt einfach technisch zubereitet wird. Ganz genau auch so wie der Geschmack natürlich und die Story, die dahinter steht. Steckt hinter dem Drink, das ganze Paket quasi, die Innovation des Drinks, das Design, also einmal alles, da waren 8 Juroren, jeder hat sein eigenes Fachgebiet und wenn man die meisten Punkte überall ergattert, ist soweit und dann bringt man. Und wie ist jetzt dein Weltmeister-Cocktail, kannst du mir verraten, wie schmeckt der, was ist da drin, wie schaut der aus? Also mein Weltmeister-Drink ist wirklich eine sensationelle Mischung. Meine Idee war, die 5 Elemente einzufügen und da haben wir halt für Holz einen alkoholfreien Rum von Rick gewählt, einen Caribbean Rum quasi, dass diese Rum- und Holznoten drinnen bestehen sind im Drink quasi. Dann für Metall habe ich einen Super Sauber gewählt. Das ist eine natürliche Säure, die man das Ganze dann den Drink ein bisschen so absäuert. Dann für einen Touch von Österreich habe ich einen Apfelstrudel-Sirup verwendet, also dass man das Österreich ein bisschen, dass ich das übertrage eben, weil das sonst natürlich Nummer 1 der Serie ist in Österreich. Oder Mehlspeise, wie man es halt dann betiteln möchte. Dann anschließend habe ich genommen für Wasser, habe ich den Hauptsponsor genommen, das war Martoni Mineralwasser, prickelnd. Dann für das Element Feuer habe ich genommen Chilifäden und Safran, da habe ich den Drink infusioniert und anschließend habe ich dem noch ganz das letzte Element quasi, das war Erde gegeben und das war dann anschließend nur mehr quasi ein Nebel von Kurkuma, also da habe ich mit Trockeneis, Wasser und Kurkuma-Pulver habe ich da quasi einen Nebel erzeugt und den habe ich ins Glas reingestellt, also sensationell. Das Glas selbst war schon sehr, sehr schön und dann steht ein Nebel drauf und dann trinkt man quasi durch den Nebel, trinkt man diesen Cocktail, also diesen Mocktail. Sensationelle Geschichte. Hat einen speziellen Namen auch, oder wie heißt denn der? Ja, hat geheißen die Five Elements. The Five Elements, okay. Die 5 Elemente. Und die, genau. Die 5 Elemente wird es bald in Dosen geben. Was hast du da im Plan, was wir da ein wenig mitgekriegt haben? Dass sie dich schon umgesprochen hat, also sensationell. Ja, wir sind dabei. Also wir haben eigentlich das Ding schon in der Dosen abgefüllt. Es ist wirklich ein absoluter Hammergeschmack. Aber wir sind natürlich da ja, ganz neu in der Branche und suchen da natürlich auch strategische Partner, die was uns da weiterhelfen, beziehungsweise die was da uns ein bisschen nach vorn bringen, weil man da natürlich, ich habe da kein Know-how in der Richtung. Ja, aber das Ding wäre natürlich, der Traum wäre natürlich von mir, dass dieser beste alkoholfreie, es war ja ein alkoholfreier Drink, dieser alkoholfreie Mocktail, quasi der beste alkoholfreie Drink der Welt, auch in Dosen dann über, also in jeder Hand oder jeder, auf jeden Gaumen landet, das wäre so das Ziel der Übung. Es gibt ja quasi bei uns den nächsten Tag einmal ein wenig Hitzewelle, es wird recht heiß und die Leute wollen sich auch abkühlen. Kannst du vielleicht irgendein so ein
Einfach ein Cocktail, wo was zusammenmischen, wo es vielleicht jeder wenig daheim hat und sagt, hey, das ist die ideale Abkühlung für so heiße Tage, wo es eigentlich ja jeder daheim machen kann oder einfach besorgen kann. Gab es da so einen Tipp vom Weltmeister für jeder Mann und jeder Frau? Ja, natürlich. Also wie gesagt, das ist das ganz Leichteste. Man darf gar nicht zu kompliziert denken. Die meisten denken immer, hoppala, jetzt brauche ich da, jetzt habe ich da Eiswürfel, brauche ich Shaker, brauche ich verschiedenste Gläser, brauche ich. Man braucht das eigentlich alles gar nicht. In Wahrheit hat man alles zu Hause, was man nur so wünscht oder was man benötigt für einen Cocktail oder für einen guten Mocktail. Eis ist nichts anderes wie gefrorenes Wasser, also das kann man in großer Anzahl einfach nur eingefrieren oder und dann einfach schneiden am nächsten Tag, wenn es durchgefroren ist. Und man braucht da keinen Shaker, man kann hernehmen ein Marmeladeglasel oder Rexglasel und dieses jene Glas dann verwenden um als Gästeglas oder auch zum Shaken natürlich, also in so einem Marmeladeglasel, wenn man sich das vorstellt, ein Himbeermarmeladeglasel nehme ich her, tue ein paar Eiswürfel rein, also die, was ich mir selber gemacht habe am Vortag, gibt zwar Esslöffel oder ein, zwei Esslöffel Himbeermarmelade oder Quitten ein, irgendwas Sommerliches, was Frisches. Gib ein bisschen vielleicht einen Zweig Thymian oder Rosmarin dazu, irgendwas, was ich im Garten halt habe. Tu am frisch pressten Zitronensaft dazu, somit habe ich diese Süße und Säure schon einmal. Dann, wenn ich es alkoholisch möchte, eine Lieblingsspiritose, Gin, Wodka bietet sich da hervorragend an. Nimm das Ganze, shake das auf, gieß mit einem Mineralwasser oder einer herrlichen Limonade das Ganze auf oder sogar mit Leitungswasser. Man hat so einen ähnlichen, so einen Fizz oder Sling oder sowas ähnliches wie ein Collins, so Süßsäure mit Geschmack und es ist sofort erfrischend und man braucht keinen Shaker, man braucht nicht weit wohin fahren. Perfekt, und man kühlt sich ab und hat einen geilen Cocktail selber auf die Gache gemacht. Ganz genau so ist es. Man hat so viel zu Hause, die meisten glauben gar nicht, was sie alles daheim haben. Denken viel zu kompliziert. Man darf gar nicht so kompliziert denken bei mir. Also ich habe ja auch 2018 auf 19 ein Cocktailbuch geschrieben, das Cocktails Unlimited. Da sind zum Beispiel extrem viele Rezepturen drinnen mit Verpackungen mit aus der Asia-Nudelbox zum Beispiel oder in einer Alu-Konservendosen, was ich wiederverwendet habe von einer Konserven. Also man darf gar nicht so kompliziert denken. Es muss ja nicht mehr ein Glas sein und die perfekten Eiswürfel. Man kann selber einfach nur einen Kühlschrank aufmachen, man muss kreativ sein, eine gute Idee gehört dazu, eine gute Laune und ein super Mensch neben dir. Und trotzdem sage ich mal, gibt es vielleicht den einen oder anderen großen Fehler, wo man vielleicht macht und man weiß gar nicht, du als Profi, was wäre so das größte No-Go, wo man sagt, oder der größte Fehler, den man nicht machen sollte, wenn man jetzt einen Cocktail versucht herzurichten? Also was immer in die Hosen geht, ist auf jeden Fall, wenn man kohlensäurehältige Produkte wie Mineralwasser oder Limonaden versucht zu shaken. Das haben schon manche probiert, sind kläglich gescheitert, weil das Ganze dann natürlich explodiert durch die Kohlensäure, die man da macht. Aber an und für sich alles andere. Also wenn man sich, ich verrate jetzt ein kleines Geheimrezept, Barkeeper wissen das alle, aber natürlich für zu Hause. Wenn man sich an das Schema hält, 3 Säure, 2 Zucker, 5 Alkohol, ist man immer gut beraten. Das ist so ein klassisches Sauerrezept, da hat man, wenn man Zuckersirup oder Honig, Agavendicksaft, was auch immer nimmt, 3 Zentiliter das Ganze absäuern, Limettensaft, Zitronensaft, irgendwas Säuerliches und dann anschließend 5 Zentiliter Alkohol, das aufschäken und dann kann man es aufgießen mit Wasser. Man kann das als sauer trinken, man kann es verschiedene Geschmäcker geben, dann hat man alles also richtig gemacht. Perfekt. Wie geht's bei dir weiter? Du bist gerade in Estland, sage ich mal, die nächsten Tage und Wochen, du bist ausgebucht, oder? Der Cocktail-Checker ist ständig im Einsatz. Also du hast schon Oberarm, das sind wahrscheinlich 2 Meter dick. Nicht ganz, aber du hast recht, ich bin sehr, sehr gut gebucht. Es sind natürlich immer noch freie Termine, wo ich natürlich immer noch einen Platz habe für jeweilige Veranstaltungen. Aber ich bin jetzt quer durch Österreich gebucht, sage ich mal, sehr, sehr gut. Natürlich, ja, ich bin viel unterwegs, ich bin gebucht bei vielen Veranstaltungen, verschiedensten Firmenfeiern etc. Und ja, es kommt sehr gut an. Natürlich, jetzt brauche ich einen neuen Jingle, also ein neues. Normalerweise habe ich immer so ein Welcome, so ein Eintrittsjingle, wo ich komme und dann wird quasi mein Name da und meine Vorstellung gesagt auf einem Tonband. Da brauche ich natürlich einen neuen mit Weltmeister, weil vorher war ich immer noch Vize-Weltmeister drauf. Das wäre das erste angehen, wenn ich wieder zurück bin aus Estland. Und dann geht's los, dann kommen Bookings quer durch Österreich. Bis nach Berlin bin ich dann auch wieder gebucht, also überall, ein bisschen auf Messen etc. Volles Programm. Ja, perfekt, Stefan. Dann holen wir die Golle mal auf und sagen danke, dass du Zeit genommen hast für uns. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.